Im Vorortverkehr einer Großstadt müht sich eine Kleinbahn damit ab, einen S-Bahn-ähnlichen Verkehr zu den Vororten zu gewährleisten. Solche Situationen sind vielleicht aus Frankfurt-Königstein oder von der Altona-Kaltenkirchen-Neumünster-Eisenbahn bekannt. Zur Beschleunigung des Personenwechsels in den Stationen hat die Kleinbahn hierzu noch Abteilwagen in S-Bahn-ähnlicher Farbgebung im Einsatz. Der Lokomotivbetrieb der Kleinbahn ist dagegen noch relativ unrentabel. Nicht nur, dass Dampflokomotiven immer noch eingesetzt werden, auch sind es schleppende Lokomotiven, die jeweils im Endbahnhof, also im Anschlussbahnhof zur Bundesbahn und im Endbahnhof der Kleinbahn auf einer Drehscheibe gewendet werden müssen. Wenigstens ist so immer die richtige Sicht des Lokpersonals auf die Strecke gewährleistet. Allerdings führt das Wenden zum Mehraufwand und zu zeitlichen Verzögerungen. Der Fahrplan könnte daher dichter sein ohne die Wendemaßnahmen. Neben dem dichten Personenverkehr betreibt die Kleinbahn auch noch einen relativ schwachen Güterverkehr. Eine winzig kleine B-gekuppelte Diesellokomotive wickelt diesen Verkehr ab. Und irgendwie muss sich diese Lokomotive mit ihrem Zug sowohl in den Fahrplantrassen auf der Strecke als auch bei den Fahrmöglichkeiten im Bahnhof zum Rangieren natürlich nach den Personenzügen richten. So wird der Güterverkehr zu einem wirklich mühsamen Geschäft. Jedes Rangieren, jedes Umsetzen wird behindert und dauert dadurch sehr viel länger, als es sein müsste. Hier aber zunächst ist eine Fahrplanlücke vorhanden, in der die kleine Diesellok die beiden mitgebrachten leeren Wagen an den Steinsilo rangieren kann und die vollen Wagen dort abziehen kann.
Nicht nur die Steinwagen konnte die Lokomotive in der Zugpause gerade zusammenrangieren und aus dem Ladegleis abholen. Es gelang ihr auch noch rechtzeitig, den Tankwagen mit dem Diesel für den Steinbruch aus seinem Anschlussgleis abzuziehen. Nun aber wird es gleich Zeit, den Rangierverkehr zu unterbrechen, weil wieder einmal Personenzüge den Vorrang haben. Die beiden Personenzüge sind mit ihrer Lokomotive 1304 durchgefahren. Die kleine Diesellokomotive kann sich also wieder an ihre Rangierarbeit machen. Und die gilt zunächst einmal den Stückgutwagen am Stückgutschuppen. Er ist entladen bzw. mit einigen wenigen Sendungen wieder beladen worden und soll nun an den Ausgangszug rangiert werden. Thank you.
Die kleine Diesellokomotive hat gerade den im ersten Teil mitgebrachten Stückgutwagen an den Stückgutschuppen rangiert. Hier wird natürlich eifrig mit der Ausladung der angekommenen Sendungen und der Einladung von Versandsendungen begonnen. Es sind noch weitere Rangierarbeiten zu verrichten, aber zunächst einmal haben die Personenzüge im Vorortverkehr der Kleinbahn mit ihren S-Bahn-artigen Abteilwagen den Vorrang. Nach der Durchfahrt des Personenzuges nutzt die kleine Güterzuglokomotive sofort die entstehende Lücke und zieht die beiden Wagen aus dem Gleisanschluss der landwirtschaftlichen Genossenschaft ab. Gerade noch rechtzeitig kann sie wieder in eines der Umfahrgleise mit diesen Wagen einfahren, um den nächsten Personenverzug nicht zu behindern. In einem mühsamen Rangiermanöver wird nun der mitgebrachte grüne Wagen zur landwirtschaftlichen Bezugsgenossenschaft zugestellt. Dabei müssen zwei Wagen, die gerade aus diesem Gleisanschluss geholt werden wurden, auf Gleis 2 abgestellt bleiben. Gleis 3 wird von der Rangiereinheit blockiert und so darf in dieser Zeit kein Personenzug einfahren.
Die Rangierarbeiten sind zwar kompliziert, müssen aber trotzdem zügig vor sich gehen. Nachdem der grüne Wagen im Gleisanschluss abgestellt ist, muss die Lokomotive mit dem Rest ihrer Einheit möglichst schnell wieder an Gleis 2 vorbeiziehen und in dieses Gleis 2 zurückdrücken, um Platz für den nächsten Personenzug zu machen. Gerade noch rechtzeitig hat der Güterzug es geschafft, das Gleis 3 zu räumen. Der S-Bahn-ähnliche Personenzug mit der Dampflokomotive an der Spitze muss aber nun Gleis 3 benutzen. Das bedeutet langsamere Fahrt als in dem geraden Gleis 2. Nun, für diesen Tag ist der Güterverkehr im Bahnhof ja auch beendet. Gleich nachdem der Personenzug durch ist, wird der Güterzug ausfahren und für diesen Tag nicht mehr zurückkehren. Gleis 2 und damit die schnelle Durchfahrt steht dem Personenverkehr für den Rest des Tages ungehindert zur Verfügung.